Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Reloaded mit mir, dem Max natürlich. Und meine werten Freunde, es wurde ein Ultra-Anschlag auf mich fabriziert. Und zwar habe ich den Wanwa, oder der Wanwa hat sich bekannt dafür, dass er eine Falle im Sägewerk, im wunderschönen Sägewerk hier platziert hat. Das Ganze kann ich leider nicht mehr zeigen, weil ich das schon abgebaut habe. Ich kann aber was anderes zeigen. Ich habe mich nämlich wieder vorbereitet, um den Wanwa das natürlich heimzuzahlen. Und zwar hier, seht ihr, ich habe ordentlich ein bisschen was gefarmt, damit wir das Ganze natürlich heimzahlen können, dem Wanwa. Weil das lassen wir nicht auf uns sitzen. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich einen König für die Stadt finden und ein Rathaus erbauen, damit wir die Königswahlen so schnell wie möglich voranbringen können. Und als Strafe habe ich den Wanwa natürlich auserkoren, mit mir das Rathaus zu bauen. Hallo Wanwa! Hallo mein Feind! Ja, da hast du wohl gedacht, du könntest mir hier einen kleinen Streich spielen, ne? Ja, ich dachte, ich könnte mich so in Notwehr handeln und ein bisschen da. Ja, Notwehr. Ist klar. Man muss die Folgen seiner Handlung sehen. Ja. Und ich würde sagen, ja, machen wir mal das Rathaus, ne? So ja, ich komme mal zu dir. Damit wir so schnell wie möglich hier die Königswahlen, damit mal Friede in der Stadt herrscht, damit sowas nicht mehr passiert. Und natürlich weiß auch jeder, dass ich hier der König werde. Ja, genau, du. Weil ich werde derjenige sein, der Frieden in die Stadt bringt. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Du bist der größte Terrorist hier in der Stadt. Ja. Du hast gar nicht verdient, König zu werden. Ich werde dafür sorgen, dass ein vernünftiges Antiterrorprogramm gestartet wird. Aua! Du wirst da quasi ein bisschen verprügelt. Ja, ich dachte schon, du wärst das. War so hinter mir und war auch ein Blauer. Ja, man kann ja nie vorne gesprungen sein, ne? Ich muss ja immer gucken, dass ich dich unter Kontrolle halte. Ja. Und halt unter Kontrolle halten heißt bei dem also ein bisschen das Schwert in den Rücken rammen. Ja, genau. Damit du nicht auf dumme Ideen kommst. Ja. So, hier soll also das Rathaus kommen, oder was? Das Rathaus ist schon da. Es gibt so ein altes Gebäude aus der Stadt. Du siehst das große Haus. Und, es ist natürlich noch nicht, ja, ich sag mal, erkennbar als Rathaus. Das ist nur so eine alte Ruine. Und wir müssen halt das Innenleben so ein bisschen ausgestalten und, da das Rathaus rausmachen. Wir haben alles, was man dafür braucht. Wir haben einen Balkon, wo man sprechen kann, irgendwo hier. Irgendwo, ich weiß nicht wo. Alter, dieses Haus habe ich gar nicht gesehen in der ersten Folge, wo wir angefangen haben. Ja, es hat sich erst nachdem die Stadt ausgehoben wurde, gezeigt. Okay, wir haben ja also auch so kleine Besprechungsräume. Man hat ja auch Hebel, ich weiß nicht, was passiert, wenn man die drückt. Besser drückst du die nicht. Genau, hier ist noch ein großer Balkon, da kann man dann zum Volk sprechen. Wenn ich dann gewählt wurde, kann ich hier meine Antrittsrede dann machen. Warte, wo bist du? Also. Ja, da kann man hier schön Platz machen davor und da kommen dann die Bürger hin und versammeln sich und... Das ist eine ziemlich gute Idee, aber da muss der Baum hier weg. Ja, der Baum ist weg und die Blumen dürfen nicht auf dem Balkon sein. Der stört nämlich. Und der Isaac muss auch weg, der ist nicht so. Okay, der ist kein also Bürger vom, der Stadt. Vom Grundprinzip her sieht das schon sehr gut aus. Vom Grundgerüst. Dann machen wir das ganz schön, damit hier demnächst der rechtmäßige König. Oh, das ist natürlich super. Ja, guck mal, da gibt es sogar einen kleinen Tresen quasi. Also, das ist so quasi die Königsbar. Das ist cool. Ja, der ist doof. Ja, das Ding ist. Es ist immer stärker als man denkt, das Teil. Aber das wird einen mächtigen König nicht aufhalten. Ich komme immer wieder. Ja, das hat man ja gerade gesehen. Ich werde ein Heer errichten, dass alle Isaacs. dass alle Isaacs der Stadt
verbannt werden, denn das sind die wahren Terroristen. Nicht Leute, die aus Notwehr handeln, nein. Die Isaacs. Die Gottesungläubigen. So, bam, erstmal den Isaac getötet, so macht das ein richtiger König. Ja, du hast doch nur 5% der Arbeit geleistet. Ach, Mann, du bist so schlecht, ey. Ich hab hier alles vorbereitet. Ich hab hier alles dafür gesorgt, dass es jetzt schon viel ruhiger in der Stadt ist. Indem du Fallen platzierst. Du bist ein Terrorist, du hast einen Anschlag gemacht. Nein, das ist alles nur Notwehr gewesen. Ach, Notwehr, klar. Du wirst schon sehen, die Leute werden mich wählen. Die Leute werden das Potenzial erkennen. Werden sie eh nicht. Die werden mich wählen, weil ich für Frieden und Wohlstand in der Stadt sorge. Ja, für Wohlstand, genau. Mhm. Das glaubst du dir selbst nicht. Es ist so. Ja. Ja. Guck hier, den müsst ihr wählen. Den Typen da mit dem gelben Kopf. Scheiße hier, ey. So. Hab ich erstmal schon mal deinen Kopf. Das fängt schon mal gut an. So, aber ich würde sagen, wir müssen erstmal hier dafür sorgen. Wir müssen erstmal das Zeug ausleeren hier. Muss ja alles raus. Alles muss ja, raus, alles nichts darf drin bleiben. Deswegen herzlich willkommen bei Schöner Wohnen. Ja, Tine Hitler, Einmarsch in 4 Wänden. Ist so. Auch die ganzen Möbel, also hier Tisch. Ja, wir nehmen alles, was an Möbeln ist, hier raus. Ja, haben wir ein bisschen schönere. Ja, alles raus hier. Ich hätte vielleicht meine Axt mitnehmen sollen, wäre schneller gegangen, aber. Weißt du, das Lustige ist, die Leute beschweren sich über Betten, dass sie keine haben, aber hier sind ja überall Betten in den Häusern. Naja, das ist, ja, muss man halt immer drauf achten, wo die so sind. Ja, meine Werkbänke, die braucht keiner. Naja, warum? Also, braucht man wichtigere Dinge. Ich kann aber jetzt schon sagen, meine Freunde, dass wenn ich der nächste König werde hier des Dorfes, werde ich auf jeden Fall eine Stadtpolizei einrichten, damit sowas nicht mehr passiert, damit die Polizei schon im Voraus die Anschläge verhindern kann oder falls Anschläge passieren sollten, dass sie da nachhaken können und den Übeltäter quasi einsperren können. Ja, du wirst einen Geheimdienst höchstens machen, der alle Leute ausspielen, die zu deinem Nutzen. Ja, man weiß ja nie. Man muss sich immer gewappnet sein. Ja, guck mal, er gibt es direkt zu. Ja, in unserer Stunde der Dunkelheit muss man für alles gewappnet sein. Oh nein, meine Axt ist. Aber ein guter Herrscher muss ja auch maßvoll bleiben. Er muss ja wissen, wo die Grenzen sind. Ja klar, das. Und das kann nur Wanwa. Glaub mir, du wirst der Erste sein, der aus diesem Dorf verbannt wird. Ja. Oder zumindest eingesperrt wird. Guck mal, der ist schon direkt aggressiv hier. Nee, ich gehe nur auf Nummer sicher. Ja, so kann man das auch ausdrücken. Ich bin auch auf Nummer sicher gegangen, als ich das gebaut habe. Die Verteidigungsanlage. Wo ist denn hier? Ich muss mal hier auf dem Balkon schon mal meine Rede üben. Für das Volk. Ja, ich hab so eine gute Idee, ey. Du wirst nicht mehr glücklich hier. Ja. Das glaubst auch nur du. Das ist so. Komm, wir brauchen irgendwelche Sachen, mit denen wir Möbel craften können. Ja, Nana hatte ja bei uns in einem Sägewerk
saukrasse. Was ist das denn? Achso. Also Stühle und Tische, genau. Das ist eigentlich das Perfekte. Das müssen wir irgendwie. Müssen wir seine Maschinerie da nutzen. Ja. Wooden Chair. Ach, das geht ja voll einfach. Wir brauchen einfach nur Wooden Planks. Diese Tür muss raus, die hier unsichtbar ist. Die nervt voll. Krass. Was ist denn mit der? Wieso ist das für eine Geheimtür? Egal, es gab auch mehrere in dieser Stadt. Da ist ja schon alles. Ist alles. Ah, der Keller muss noch ein bisschen repariert werden, aber dann ist alles. Ja, dann müsste eigentlich alles fertig sein. Dann holen wir mal die passenden Gerätschaften hierher. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Holz. Ah, hier kann man ohne Probleme runterspringen. Ja, ja, ist klar. Ich hab's geschafft. Felserfeuer regelt. Viel zu volles Item, ich verbrenne mal hier. Ach, guck mal, hier hängt sogar auch noch ein Kopf, ey. Kann nicht sein, weg damit. Oh ja, mit Tessel muss ich mitnehmen. Das weg. Das weg. Das weg. Das behalten wir mal. Das weg. Komm mal her. Das ist das einzig Wahre. Wo bist du? Da bist du. Ich bin schon hier bei meiner Zentrale. Ach du Scheiße. Das ist so übertrieben. Man, das ist einfach nur, man muss die Leute auf sich aufmerksam machen. Das ist effektiver Wahlkampf. Da kann man doch übrigens gerade mal schon sagen, diesen Freitag, der 28.01. wird es eine erste Stadtversammlung geben, wo der Stadtnamen gewählt wird. Und natürlich der 24-Stunden-Livestream hier auf Twitch, auf YouTube. Es wird alles zu sehen, es wird Minecraft kommen, es wird, ihr seht, wie ich 6 Pizzen esse. Ihr seht, wie ich mir einen Ofenkäse machen werde. Ihr seht, ich werde auf den Drachenlord erst gehen. Ihr werdet sehen, wie es wird den Livestream, es wird Games geben, es wird Spaß geben, es wird Sex geben, es wird Unterhaltung geben. Alles im 24-Stunden-Livestream. Also smash den Like-Button hoch. Ich will auf dieser Folge 100 Milliarden Likes haben. Also, Amonaco, ey. Ja, manchmal verfalle ich einfach, werde ich einfach zum Apoet. What the fuck, einfach nur, ey. Und es wird schon wieder Nacht, das regt mich auf, ey. Ja, es ist natürlich blöd. Ja, dann lass mal gerade schlafen gehen. Du hast doch bestimmt mehr als ein Bett bei dir drin, oder? Ja, wir haben Betten im Inventar. Ja, das auch. Ja, dann lass in die Garage da gehen. Das ist immer noch ein Fischhafen. Fischkontor. Für mich ist das eine Garage. Das ist welche Garage ist denn mitten am See? Ja, eine Schiffswerft. Ja, sag ich ja. Ja, trotzdem. Garage. Garage, Schiffswerft. Nee. Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt normales Holz. Genau. Ganz viel. Dafür kann ich auch mal kurz in mein Sägewerk. Ah, super. Ja, scheint super los. Kurz mal in mein Sägewerk spazieren. Da müsste ja genug Holz sein. Und dafür braucht man keine extra Geräte für die Sachen? Also den Stuhl kann man jetzt ganz normal so craften. Ja, den Stuhl, aber wir können ja jetzt nicht nur Stühle machen. Das ist natürlich ein bisschen dürftig. Ja, klar. Ich würde sagen, wir brauchen Dropper. Wir brauchen Stühle, wir brauchen Tische. Und das war's ja jetzt erstmal, würde ich sagen. Die Dropper, wir haben ja diese kleinen Räume da in diesem Haus, habe ich gerade eben gesehen. Die können wir zum Beispiel nutzen für die kleinen Wahllokale, wo die Leute einzeln reingehen können und ihr Zettelchen in den Dropper reinwerfen können. Machst du die Dropper? Die kann ich machen, ja. Ich nehme noch ein paar Truhen mit, die kann man da bestimmt immer gebrauchen. Macht man den Dropper? Gerade mal gucken. Ach ja, ja gut, das ist ja einfach. Das ist easy. Wie viel Dropper brauchen wir denn? Boah, wir haben 3 Räume, glaube ich, aber nimm mal lieber 5 Dropper mit. Okay, dann mach ich mal 5.
Guck mal, aber sonst noch irgendwas, was man so gebrauchen könnte? Ist nicht. So. Ein Reifefass brauchen wir bestimmt nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, genau, hier, warte mal, wie macht man das denn nochmal? Ich mach mal ein paar Blumentöpfe. Ah, ich mach keine Blumentöpfe, da muss ich Ziegel haben. Sonst hätte man Schilden als Deko nutzen können. Säule kann man zum Bauen auch immer nutzen. Glas nehme ich mal vorsichtshalber mit. Ja, da sind viele Löcher, die wir mit Glas füllen können. Als Fenster. Aber ihr werdet schon sehen, also die Wahl wird dann am Wochenende nach dem 24-Stunden-Livestream, im nächsten 24-Stunden-Livestream kommen. Ich glaube, das wird lustig. Ja, man muss ja direkt den Leuten dann was bieten, ne? Man muss ja direkt. Ja, ist viel klar. Machen. Ich will ja Content hier auf meinem Kanal zeigen von dem Projekt. Ja, wenn du mal weniger streamen würdest und mehr aufnehmen würdest, dann würde man auch viel sehen. Man kann ja immer nachgucken. Und außerdem wollen die Leute ja nicht sehen, wie ich hier die Ressourcen fürs Volk hole. Ja. Fürs Volk, sagt er, ist klar. Ja, es ist nur fürs Volk. Fürs Volk, du holst einfach gar nichts. Ich werde alles, alle meine Ressourcen sind fürs Volk. Was tun wir mal da rein, warte mal. Ach, hier habe ich jetzt sogar auch noch zwei Gunpowder, guck mal an. Guck mal an, was man hier alles findet. Okay. So, jetzt habe ich zumindest schon mal die Dropper. Hier ist das Holz. Treppen und Däune nehme ich auch mal mit. Brauchen wir auch irgendwie dunkles Holz oder? Nö, das Ding besteht ja nur aus hellem Holz. Ja, deswegen. Was das? Ja, wann war. Und du hast schon Angst auf die Wahlen, habe ich gehört. Ja, genau. Ich habe Angst. Angst davor, dass du verlieren wirst. die Leute wollen einen vernünftigen. Ja, ruhigen, dass die Stadt in Wanwashi endet, ne? Wanwashi, genau. Das ist so gut. Okay, gut. Wo haben wir denn die Wahllokale? Ich glaube, da müssen wir den anderen Eingang für nehmen. Dieser hier führt nur in die Büroräume unten. Ah, ne, hier sind sie doch. Geht das direkt? Kommen wir da rein? Ja, drittes Stockwerk sind die Wahllokale. Wir müssen auch Schilder platzieren, damit die Leute sich auch zurechtfinden. Oh ja. Hier war doch irgendwo ein Craft. PvP-Projekt mitgemacht. Also es ging halt, die Zeitvorgabe war halt 2 Stunden. Dann haben alle gekämpft. Ich habe halt als einziger ein Haus gebaut unter der Erde. Das war natürlich auch richtig GG. Das ist natürlich stark. Ja, ein PvP-Projekt erstmal ans Haus bauen, denke ich. Ja.
stell mir das gerade schon so schön vor, wie ich auf der Terrasse stehe und du einfach da unten weinend im Volk stehst. Ja. Weil du weißt, dass dir dann schon der Untergang blüht. Natürlich. Es wird genau andersrum sein. Du wirst mich da oben triumphieren sehen. Natürlich nochmal einen Daumen nach oben, wenn ihr Max als König sehen wollt. Ja, aber gibt doch. Gibt direkt unten, ein Abo. Gibt einfach direkt ein Abo, wenn ihr natürlich den Wandwar als König sehen wollt. Das ja, genau. Oder einfach nur ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Weil das wird auf jeden Fall noch spannend. Und dann würde ich auch sagen, wir sehen uns beim zweiten Teil des Rathauses. Bis dahin und tschüss.
Hilfe, Hilfe. Was passiert mit dir? Ich stecke irgendwo fest. Ich stecke irgendwo fest. Oh Gott, oh Gott. Okay. Fazit, wenn man von den Stühlen aufsteht, bleibt man in der Decke hängen. Wo ist denn jetzt das Kabel hin? Yeah. Hast du das Kabel eingesammelt? Achso, ja, nee. So, das ist ein anderes Kabel, was da war. Aber ist das passiert doch jetzt nicht jedes Mal, oder? Ah, doch! Wir brauchen. Das ist natürlich der Teil. Wir müssen eine Etage tiefer gehen noch.
Bist du bereit für den ultimativen Thron? Ich bin bereit. Das ist eins gute Thron. Wenn ihr diesen Thron gut findet, dann gibt auf diese Folge fucking 500 Milliarden Likes. Und ich baue euch den Thron zu Hause in euren Garten. Okay, alles klar. Ah. Oh mein Gott, ey. Ich krieg einen Halbsteifen, wenn du das Rathaus sehe. Ja, ich würde sagen, es ist ganz nice. Ist nice, ja. Ist man nice. Kann schon den Like-Button hochsmashen, wenn er das so gut findet. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, ja, wir gehen nochmal gemeinsam auf den Balkon fürs Folgenende, ne? Ja. Wenn natürlich ich den irgendwo finde. Meinen Balkon. Naja, und auf den Balkon, den du von unten sehen wirst. Ja. Haben wir doch, will ich sagen, ein gutes Rathaus gebaut und ja, bis zur nächsten Folge, ne? Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja, ciao. Ja, tschüss.